Hallo ihr Lieben, heute echter Patientenfall zum Thema Essen, Kopfschmerzen, Migräneanfälle. Ich bin die Rose Fröhlich, eure Ernährungstante. Denkt dran, plus weg, aber abschließend, ihr wisst ja, wie das funktioniert. Also zum Patientenfall zurück. Hier ging es um Migräneanfälle, die sehr stark im Tagesverlauf entstanden sind, manchmal gehäufter, also sehr schwere Kopfschmerzen und wo medizinische Ursache abgeklärt wurde, dass da nur wahrscheinlich zu 99% eine Migräne hintersteckt, was die Patientin in diesem Falle tatsächlich auch bestätigt hat. Wir haben uns die Berichte nochmal alle angeguckt, was da in der Vergangenheit war. Und sie war dann bei mir in der Praxis mit der Fragestellung, ob sie ernährungstechnisch was ändern kann, um vielleicht diese Migräneattacken zu verbessern. Die Antwort hierzu ist ja, das kann man und zwar sehr gut. Das Wichtigste ist im ersten Moment lange nüchtern Phasen, die eventuell im Laufe des Tages sind, zu durchbrechen mit Essensmahlzeiten, weil wenn ich lange nüchtern Phasen habe, geht der Blutzucker runter, weil wir nichts essen. Das Gehirn bekommt keine Energie, also guckt sich an, was in der Blutbahn los ist und meldet dann an die Leber eine Rückmeldung, dass die versucht, Zucker herzustellen als Notersatz. Wenn die Blutzuckerwerte aber abrauschen, also runtergehen, dann kann es sein, dass das Kopfschmerzen auslöst, weil das Gehirn wahrnimmt, dass kein Zucker oder keine Energie da ist, auch nichts nachkommt. Und wir wissen heute aus Studienbedingungen, es gibt ja eine gute, große Klinik in Kiel, die sich mit dieser Thematik Kopfschmerzen sehr lange beschäftigt hat. Und die haben Studien auch gemacht und haben tatsächlich auch immer wieder gesehen und schulen das auch stationär oder ambulant mit den Patienten, dass gegessen wird. Ich kann es auch immer nur sagen, ich kenne ja Kopfschmerzgeschehen auch, allerdings aus einer anderen Richtung, die nicht unbedingt nur mit Essen lösbar ist, aber die Unterstützung, regelmäßig zu essen, mag ich eh, Essen ist lecker, kann man das ja einbauen. Dann ist es so, dass es das Einbauen von Essen und Zwischenmahlzeiten einfach den Leuten hilft, dass die Migräneattacken und gerade auch Kopfschmerzen weniger werden, weil bei Unterzuckerung jede Gehirnzelle, die keine Energie hat, reagiert, das sozusagen auch nicht gut ist und das Gehirn an der Stelle sozusagen diese Entzündungsprozesse nicht freisetzt. Man ist ja noch nicht 100% dahinter gekommen, was diese Migräneattacken überhaupt also zusätzlich noch auslöst. Von daher ist es so, dass Entzündungsprozesse aber einhergehen und eben auch die Reaktion, dass das Gehirn auf niedrige Blutzuckerwerte reagiert. Das hat jetzt nichts mit Diabetes zu tun, sondern wenn wir nichts essen, gehen ja die Blutzuckerspiegel runter. Es reden ja auch ganz viele Experten immer wieder davon, ja, wie sollen wir Pause machen und der Magen soll nichts zu tun haben und ne, die Zuckerspiegel sollen wir alle runter. Das mag sicherlich an bestimmten Stellen auch sinnig sein, aber wir müssen immer genau hingucken, was ist beim einzelnen Patienten los, weil diese allgemeinen Empfehlungen gelten nicht immer für jeden Patienten. Und ganz ehrlich, manchmal hat man ja auch mehrere Sachen, nicht nur Kopfschmerzen, vielleicht auch Gelenkschmerzen, vielleicht auch andere Erkrankungen dazu. Da muss man also immer ein bisschen gucken, was ist da wirklich los. Aber zur Patientin zurück. Wir waren eine Patientin, die tatsächlich also zwei, manchmal auch drei Mahlzeiten, also zwei oder manchmal drei Mahlzeiten hatte und eigentlich gerne mehr essen wollte, was sie natürlich sehr gefreut hat, dass wir das angepasst haben mit Zwischenmahlzeiten. Wir haben geguckt, dass die Kohlenhydrate nicht zu stark angehoben werden, sondern dass sie moderat mit reinkommen, also Brot essen mit Belag. Sie hat für Zwischenmahlzeiten das Obst kombiniert mit Eiweißquelle, mit Joghurt, mit halb Quark, halb Joghurt, manchmal auch Frischkäse, den sie oft auf der Arbeit zur Verfügung hatte. Dann hat sie Obst reingemacht, Honig reingemacht, je nachdem, worauf sie dann Lust hatte. Was auch manchmal gut funktioniert, wenn man es jemand essen mag, sind ja auch Schokolade klein schneiden. Dann kann man die auch mal in Quark oder Joghurt reinmachen. Immer Schuss Öl dazu, weil der entzündungshemmend wirkt. Und sie hatte dann tatsächlich in der Folgeberatung, die wir hatten, die Bestätigung gehabt, dass die Migräneanfälle zurückgegangen sind. Die Patientin selber hatte ein Gerät über den Endokrinologen verordnet bekommen, wo wir auch den Blutzuckerverlauf sehen konnten. Ist dann also mit der App gelaufen und das muss man gucken, man muss das gut werten können. Da ich selber Diabetesberaterin bin, kann ich natürlich Blutzuckerwerte im Zusammenhang von Unterüberzuckerung besprechen und darf das auch, weil wir tatsächlich auch die Zulassung für solche Entscheidungen haben.
Und an der Stelle ist es so, dass sie für sich selber einen Überblick gekriegt hat, wie tatsächlich sie häufig sehr stark runtergeht, weil sie lange nicht gegessen hat. Das ist besser geworden mit den Mahlzeiten und die Kohlenhydrate müssen aber immer mit einer Eiweißquelle zusammenkommen, damit wir nicht hohe Blutzuckerwerte kriegen im Zusammenhang, also hohe Anstiege, sondern langsamere. Ob mit oder ohne Gerät, ob ihr das einfach so umsetzen wollt, wichtig ist die Eiweißquelle, damit die Zuckerspiegel eben langsamer bleiben. Also auch wieder mal nicht Essen weglassen, Essen einbauen. Das Gehirn braucht Zucker, findet es sozusagen gut. Und ja, an dieser Stelle denkt nochmal dran, ne, Plus weg für den ganzen Content, der kommt, die ganzen Infos. Ja, ich hoffe, es gefällt euch. Abonniert mich, je nachdem, auf welchem Kanal ihr mich seht. Und ich wünsche euch jetzt gutes Gelingen bei der Umsetzung, möglichst wenig Kopfschmerzen. Ich kenne das ja selber, bin ja auch Kopfschmerzpatient. Ja, wenn ihr mehr wissen wollt, schreibt mir gerne in die Kommentare. Und habt ihr eigentlich auch Kopfschmerzen? Wer ist denn eigentlich davon betroffen von euch? Schreibt es mir gerne. Ich freue mich auf euch, liebe Grüße und habt einen schönen Tag.